XXL-Ostfriesen, heute ein Ort der Riesentrauer. Die Familie hat sich zurückgezogen. Tamer Hankens alter Schulfreund Thomas Schumann hilft, so gut es geht, um einen Trauerort für die Fangemeinde zu finden. Um den Leuten einen Abschied. Nicht, dass einer hier was hinstellt und da was hinstellt, dann würde es bei Schlechtwetter unter die Räder kommen. Fassen kann er es noch immer nicht. Ich bin mit ihm in die Grundschule gegangen, bis kurz vor der letzten Klasse bin ich weggezogen. Und seit Jahren kommen wir hier wieder zum Hoffest, und weil wir sind sehr gute Freunde gewesen. Und dann sind wir jetzt auch hier und hier sollte im kommenden Jahr das große Hoffest gefeiert werden. Jetzt ist an Tammes Lieblingsplatz ein Kondolenzort eingerichtet. Hier hat Tamme gerne gestanden und seine Rhododendron beguckt und sich über sein kleines Reich gefreut. So, wunderschön geworden bis jetzt. Und er hätte noch viel geschafft, wenn er nicht gerufen worden wäre von oben. Dabei war eigentlich noch kein Zeitpunkt zum Gehen. Vierbeinern die Gelenke wieder einrenken, war seine leichteste Übung. Dafür reiste er um die ganze Welt, stets mit Kamerateam, hier nach Namibia. Aber auch anderen Krankheiten kam er auf die Schliche. Der Ostfriese mit dem direkten Mundwerk hatte ein einzigartiges Feingespür für Tiere und stets den richtigen Riecher. Der riecht, wie riecht er? Sauer. Sauer. Ja. Der riecht säuerlich. Wann ist Säure im Pferdeapfel? Wann ist dort Säure drin? Wenn ein Pferd Blutwürmer hat. Sein großer Erfahrungsschatz machte aus dem gelernten Landwirt einen Tierheiler mit eigener Pferdereha in Filsum. Zum Heilen von Menschen fehlte ihm die Heilpraktika-Ausbildung. Für eine Show-Einlage war er aber gerne zu haben. Ah, hier haben wir schon einen Brustschwimmel. Das ist mein BH-Verschluss. Es scheint, als wäre der 2-Meter-Mann seinem Motto auch nach dem Tod treu geblieben. Ein Riese mit einem Riesenecho im Internet. Mehr als 4000 Kondolenzen auf der NDR-Seite. Tamer Hanken war authentisch. Das schätzte offenbar nicht nur sein Freund. Er brauchte sich nicht verstellen. Hat auch nie gemacht. Immer ehrlich gerade raus, wenn er was wollt, wollt er das. Und ja, er hat ein kleines Imperium geschaffen, muss man sagen. Zwar nur in so einem kleinen Dorf Filsum, aber super. Gestorben ist er in Garmisch-Partenkirchen. Aber hier wird er seine letzte Ruhe finden, zu Hause in Ostfriesland. Der Hof des XXL-Ostfriesen, heute ein Ort der Riesentrauer. Die Familie hat sich zurückgezogen. Tamer Hankens alter Schulfreund Thomas Schumann hilft, so gut es geht, um einen Trauerort für die Fangemeinde zu finden. Um den Leuten einen Abschied. Nicht, dass einer hier was hinstellt und da was hinstellt, dann würde es bei Schlechtwetter unter die Räder kommen. Fassen kann er es noch immer nicht. Ich bin mit ihm in die Grundschule gegangen, bis kurz vor der letzten. Er hatte ein einzigartiges Feingespür für Tiere und stets den richtigen Riecher. Der riecht, wie riecht er? Sauer. Sauer. Kann ich von hier riechen? Ja. Der riecht säuerlich. Wann ist Säure im Pferdeapfel? Wann ist dort Säure drin? Wenn ein Pferd Blutwürmer hat. Sein großer Erfahrungsschatz macht. In der Klasse bin ich weggezogen. Und seit Jahren kommen wir hier wieder zum Hoffest, und weil wir sind sehr gute Freunde gewesen. Und dann sind wir jetzt auch hier. Hier sollte im kommenden Jahr das große Hoffest gefeiert werden. Jetzt ist an Tammes Lieblingsplatz ein Kondolenzort eingerichtet. Hier hat Tamme gerne gestanden und seine Rhododendron beguckt und sich über sein kleines Reich gefreut. So. Wunderschön geworden bis jetzt. Und er hätte noch viel geschafft, wenn er nicht gerufen worden wäre von oben. Dabei war eigentlich noch kein Zeitpunkt zum Gehen. Vierbeinern die Gelenke wieder einrenken, war seine leichteste Übung. Dafür reiste er um die ganze Welt, stets mit Kamerateam, hier nach Namibia. Aber auch anderen Krankheiten kam er auf die Schliche.
Der Ostfriese mit dem direkten Mundwetter aus dem gelernten Landwirt einen Tierheiler mit eigener Pferdereha in Filsum. Zum Heilen von Menschen fehlte ihm die Heilpraktiker-Ausbildung. Für eine Show-Einlage war er aber gerne zu haben. Ah, hier haben wir schon einen Brustschirm. Jetzt das ist mein BH-Verschluss. Es scheint, als wäre der 2-Meter-Mann seinem Motto auch nach dem Tod treu geblieben. Ein Riese mit einem Riesenecho im Internet. Mehr als 4000 Kondolenzen auf der NDR-Seite. Tamahanken war authentisch. So, wunderschön geworden bis jetzt. Und er hätte noch viel geschafft, wenn er nicht gerufen worden wäre von oben. Hals. Dabei war eigentlich noch kein Zeitpunkt zum Gehen. Vierbeinern die Gelenke wieder einrenken, war seine leichteste Übung. Dafür reiste er um die ganze Welt, stets mit Kamerateam, hier nach Namibia. Aber auch anderen Krankheiten kam er auf die Schliche. Der Ostfriese mit dem direkten Mundwerk hatte ein einzigartiges Feingespür für Tiere und stets den richtigen Riecher. Der riecht, wie riecht er? Sauer. Sauer. Ja. Der riecht säuerlich. Wann ist Säure im Pferdeapfel? Wann ist dort Säure drin? Wenn ein Pferd Blutwürmer hat. Okay. Sein großer Erfahrungsschatz machte aus dem gelernten Landwirt einen Tierheiler mit eigener Pferdereha in Filsum. Zum Heilen von Menschen fehlte ihm die Heilpraktiker-Ausbildung. Für eine Show-Einlage war er aber gerne zu haben. Ah, hier haben wir schon einen Brustschirm. Das ist mein BH-Verschluss. Es scheint, als wäre der 2-Meter-Mann seinem Motto auch nach dem Tod treu geblieben. Ein Riese mit einem Riesenecho im Internet. Mehr als 4000 Kondolenzen auf der NDR-Seite. Tamahanken war authentisch. Das schätzte offenbar nicht nur sein Freund. Er brauchte sich nicht verstellen. Hat auch nie gemacht. Immer ehrlich gerade raus, wenn er was wollt, wollte er das. Und ja, er hat ein kleines Imperium geschaffen, muss man sagen. Zwar nur in so einem kleinen Dorf Filsum, aber super. Gestorben ist er in Garmisch-Partenkirchen. Aber hier wird er seine letzte Ruhe finden, zu Hause in Ostfriesland. Der Hof des XXL-Ostfriesen. Heute ein Ort der Riesentrauer. Die Familie hat sich zurückgezogen. Tamahankens alter Schulfreund Thomas Schumann hilft, so gut es geht, um einen Trauerort für die Fangemeinde zu finden. Um den Leuten einen Abschied. Nicht, dass einer hier was hinstellt und da was hinstellt, dann würde es bei Schlechtwetter unter die Räder kommen. Fassen kann er es noch immer nicht. Ich bin mit ihm in die Grundschule gegangen, bis kurz vor der letzten. Er hatte ein einzigartiges Feingespür für Tiere und stets den richtigen Riecher. Der riecht, wie riecht er? Sauer. Sauer. Kann ich von hier riechen? Ja. Der riecht säuerlich. Wann ist Säure im Pferdeapfel? Wann ist dort Säure drin? Wenn ein Pferd Blutwürmer hat. Okay. Sein großer Erfahrungsschatz macht. Klasse nicht weggezogen. War seine leichteste Übung. Dafür reiste er um die ganze Welt, stets mit Kamerateam, hier nach Namibia. Aber auch anderen Krankheiten kam er auf die Schliche. Der Ostfriese mit dem direkten Mundwerk hatte ein einzigartiges Feingespür für Tiere und stets den richtigen Riecher. Der riecht, wie riecht er? Sauer. Sauer. Kann ich von hier riechen? Ja. Der riecht säuerlich. Wann ist Säure im Pferdeapfel? Wann ist dort Säure drin? Wenn ein Pferd Blutwürmer hat. Okay. Sein großer Erfahrungsschatz machte aus dem gelernten Landwirt einen Tierheiler mit eigener Pferdereha in Filsum. Zum Heilen von Menschen fehlte ihm die Heilpraktiker-Ausbildung. Für eine Show-Einlage war er aber gerne zu haben. Ah, hier haben wir schon einen Brustschirm. Das ist mein BH-Verschluss. Es scheint, als wäre der 2-Meter-Mann seinem Motto auch nach dem Tod treu geblieben. Ein Riese mit einem Riesenecho im Internet. Mehr als 4000 Kondolenzen auf der NDR-Seite. Tamahanken war authentisch. Das schätzte offenbar nicht nur sein Freund. Er brauchte sich nicht verstellen. Hat auch nie gemacht. Immer ehrlich gerade raus, wenn er was wollt, wollte er das. Und ja, er hat ein kleines Imperium geschaffen, muss man sagen.
Zwar nur in so einem kleinen Dorf Filsum, aber super. Gestorben ist er in Garmisch-Partenkirchen, aber hier wird er seine letzte Ruhe finden, zu Hause in Ostfriesland. Der Hof des XXL Ostfriesen, heute ein Ort der Riesentrauer. Die Familie hat sich zurückgezogen. Tamer Hankens alter Schulfreund Thomas Schumann hilft, so gut es geht, um einen Trauerort für die Fangemeinde zu finden. Um den Leuten einen Abschied. Nicht, dass einer hier was hinstellt und da was hinstellt, dann würde es bei Schlechtwetter unter die Räder kommen. Fassen kann er es noch immer nicht. Ich bin mit ihm in die Grundschule gegangen, bis kurz vor der letzten. Er hatte ein einzigartiges Feingespür für Tiere und stets den richtigen Riecher. Der riecht, wie riecht er? Sauer. Sauer. Kann ich von hier riechen? Ja, ja, ja. Der riecht säuerlich. Wann ist Säure im Pferdeapfel? Wann ist dort Säure drin? Wenn ein Pferd Blutwürmer hat. Okay. Sein großer Erfahrungsschatz macht. Die Klasse haben nicht weggezogen. Und seit Jahren kommen wir hier wieder zum Hoffest, weil wir sind sehr gute Freunde gewesen. Und dann sind wir jetzt auch hier. Hier sollte im kommenden Jahr.